Damen und Herren, ich grüße Sie in der neuen Börsenwoche. Schön, dass Sie wieder reinschauen. Hier eine neue Ausgabe von dem Videostrategietiker des Frankfurter Börsenbriefs am Montag, dem 3. Februar 2014. Blicken wir zunächst ein wenig zurück auf den Schluss der vergangenen Börsenwoche, denn der war eher von der Modefarbe Rot geprägt. Der DAX gab um 0,71% nach. Eine ganze Reihe von anderen Indizes auch eher auf der schwächeren Seite. Und das spiegelt sich auch in den Einzelwerten wieder. Wenn man zum Beispiel auf den DAX schaut am Freitag, 7 Werte konnten den Handelstag als Gewinner verlassen. Ungefähr ein Wert oder ein Wert war ungefähr plus minus null. Der Rest auf der Minusseite, 22 Verlierer, also mit dem Schlusslicht Deutsche Bank. Ähnlich sah es im Dow Jones Industrial Average aus, also an der Wall Street. 5 Einzelwerte waren hier fester, der Rest samt und sonders auf der Minusseite mit Chevron in diesem Fall als dem Schlusslicht. Aber es gab auch Gewinner, nämlich zum Beispiel Microsoft. Hilfreich dürfte sein, dass sich offenbar langsam eine Lösung abzeichnet für die Besetzung der Unternehmensspitze, für die Top-Personalfrage. Also die Börsenzeitung berichtet in der Samstagsausgabe darüber. Demnach könnte Steve Ballmer abgelöst werden durch Satya Nadella. Groß einarbeiten müsste sich Nadella wohl nicht, denn er arbeitet bereits seit 22 Jahren für Microsoft. Von dem Ford-Cheflenker Alan Mulally hatte sich Microsoft ja offensichtlich eine Abfuhr einkassiert. Positives ist zu vernehmen über die oder zur europäischen Konjunktur oder speziell der Konjunktur in der Eurozone. Market meldet für die Industrie der Eurozone im Januar nämlich einen finalen Einkaufsmanager-Index von 54,0 Punkten. Der Vergleichswert vom Dezember lag bei 52,7 Punkte und der gemeldete Wert stellt ein 32-Monats-Hoch dar. Auch Deutschland kann sich sehen lassen. Hier gab es einen Indexwert von 56,5 Punkten. Auch das ist der höchste Stand seit ungefähr 32 Monaten. Weniger schön sah es allerdings für China aus. Börse AD berichtet darüber. Demnach ist der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe zurückgegangen. Von 51 auf 50,5 Punkte. Damit ist man immer noch auf der Wachstumsseite der Skala. Aber man ist dem Wechsel zum Kontraktionsbereich doch zumindest näher gekommen. Die Marge in diese Richtung ist kleiner geworden. Kommen wir ja gleich zum Terminkalender, Daten von Börse Go. Die Börsen in Shanghai und Hongkong haben heute wegen Feiertag geschlossen. Die für den Nachmittag unserer Zeit ist beispielsweise noch angesetzt, auch von Market, der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe, in diesem Fall für die USA. Außerdem ist heute Nachmittag unserer Zeit eine Rede angesetzt von dem amerikanischen Finanzminister Jack Lew in Washington und es soll außerdem auch den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe durch das ISM-Institut geben für die USA. Außerdem läuft die Quartalsberichtssaison natürlich weiter. Für Deutschland habe ich hier keine großen Namen zu nennen. Aus den USA dürften zum Beispiel Yum Brands sich ein wenig in die Karten schauen lassen. Kommen wir damit abschließend zur Strategie. Der DAX macht auch heute Morgen keinen wirklich überzeugenden Eindruck. Er schwächelt bzw. kann sich nicht wesentlich erholen. Aber die Gegenbewegung dürfte nun doch relativ nah herangerückt sein. Erkennbar ist dies auch an der sogenannten Slow Stochastic. Dieser Index ist keine Wunderwaffe. Sie sehen es im Chart. Es kann über Trendphasen, gerade in starken Trendphasen, durchaus sein, dass man über lange Zeit im überkauften Bereich agiert oder eben auch im langfristig oder über einen längeren Zeitraum im überverkauften Bereich. Aber auf kurze Sicht und gerade auch bei Gegenbewegungen kann dieser Indikator schon eine gewisse, ja, nicht unbedingt Leitlinie, aber Orientierung geben, wann es auch mal eine Gegenbewegung geben kann. Und meines Erachtens stehen die Zeichen gar nicht so schlecht, dass dies kurzfristig auch im DAX gelingen kann. Vielleicht auch ein wenig befeuert oder zusätzlich befeuert durch das nächste Sitzungsergebnis bei der EZB. Das ist eine ganz interessante Betrachtung, denn die Inflation in der Eurozone ist zu niedrig. Das wurde jetzt auch gegen Ende letzter Woche wieder deutlich und insofern ist durchaus vorstellbar, dass die EZB das Gaspedal tiefer durchdrückt, vielleicht auch sogar mit etwas unkonventionellen Möglichkeiten hier agieren wird, um wieder ein wenig Inflationserwartung zu induzieren und ein weiteres Abrutschen möglichst zu verhindern. Also
Die kurzfristige Charttechnik im DAX, meines Erachtens, spricht sie eher für eine kleine Erholung. Ich glaube noch nicht, oder es ist nicht obligatorisch, dass wir hier schon die Wende haben. Es ist eher eine Wende, eine kurzfristige Wende, der dann möglicherweise auch nochmal ein Schub nach unten folgt. Insofern müssen Sie das Gaspedal, was Neukäufe angeht, im Moment noch nicht zu tief durchdrücken. Schauen Sie lieber zu, beziehungsweise bei ausgewählten Positionen, da wo Sie wirklich überzeugt sind, kann es auch Sinn machen, sich hereinzutasten über eine Staffelkaufstrategie, dass man also nicht sofort die gesamte Position in den Ring wirft, sondern dass man sich hineintastet, möglicherweise über 1, 2, 3 Limits oder Orders, die man dann eben hier zusammenbaut sozusagen für eine Gesamtposition dann später. Eine Aktie, die aktuell im Fokus stehen darf, ist Hochtief. Wir hatten das Papier ja empfohlen, liegen auch mit ungefähr 24% im Gewinn, aber der Chart sieht so aus, dass hier demnächst doch ein gewisser Handlungsbedarf entstehen könnte, zumindest wenn Sie der Empfehlung des Frankfurter Börsenbriefs noch nicht gefolgt sind. Wir werden die Aktie bzw. das Unternehmen in der heutigen Sendung von Geld oder Brief wahrscheinlich noch etwas näher anleuchten. Lassen Sie sich das bitte nicht entgehen. Und das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Ihr Walter Thissen.